Der Bruder sagt, er arbeitet teilweise an einem Arbeitsort oder an einer Arbeitsstelle, wo die Frauen sehr freizügig bekleidet sind. Was soll man da machen? Du meinst bestimmt wegen der Fitna. Die Frage ist, hat man die gesamte Zeit mit ihnen so zu tun, in diesem Zustand? Oder ist das so, dass man 6 Stunden in einem Raum arbeitet und dann muss man kurz in einem anderen Raum, wo man sich ein paar Minuten aufhält? Teams habt ihr und du hast das Leggings-Team. Schau mal, das musst du für dich selber beantworten. Wenn du weißt, dass diese Fitna für dich verheerend ist, dann such dir was anderes. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, weil es ist schwer für mich, weil du arbeitest zwar dort, aber ich kann mir das Bild nicht vorstellen jetzt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die gesamte Zeit mit Frauen oder von Frauen umzingelt ist, die aufreizend sind, wir sind Männer, Karim. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, ja? Ich bin nicht besser als du. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin bestimmt 1000-mal schlechter als du. Möge Allah uns bessern. Aber du kannst vielleicht 10-mal weggucken. Aber beim 11. Mal konntest du mir die Leggings beschreiben, richtig? Sogar sehr genau. Deswegen, Achil Karim, man soll immer gucken. Man soll immer gucken. Natürlich, ich verstehe, dass manche Leute sagen, ja, wo soll man dann noch arbeiten? Wallah, es gibt nicht bei jeder Arbeit Leggings-Teams. Ja, weil manche Leute machen diese Situation dann zu der Situation von allen Leuten. Das ist falsch. Okay? Aber natürlich, man kennt sich selber, Achil Karim. Also wenn du mich fragst, mich persönlich, ich könnte nicht an so einem Ort arbeiten. Ich würde die Maschine ganz falsch benutzen. Ich bin ehrlich. Deswegen, jeder muss verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran beigebracht hat, dass wir uns von den Fittern entfernen sollen. Überleg mal, es gab einen von den Salaf-Gelehrten damals, der war einer der Gottesfürchtigsten. Er sagte, und dieses sagte er, als er 80 Jahre alt war, nichts in dieser Welt ist für mich gefährlicher, worüber ich mir am meisten Sorgen mache, als die Frau. Das sagte er mit wie vielen Jahren? Mit 80 Jahren. Oder er sagte, nichts ist bei mir so furcht, also er meint damit, vor nichts habe ich mehr Angst im Leben als vor der Fitna der Frau. Und er war zu diesem Zeitpunkt 80 Jahre. Und das war einer der Gottesfürchtigsten. Deswegen, Achil Karim, diese Leute haben nicht so eine Zeit gehabt wie wir. In dieser Zeit waren die Frauen bedeckt, wie du weißt. Und überlege, dass er so eine Angst vor der Fitna der Frauen hatte. Das ist, Alhamdulillah, schau mal, Achil Karim, wir kennen das bei uns allen selber. Wenn du 10-mal oder 20-mal am Tag sündigst, ist dein Herz anders, als wenn du zum Beispiel maximal 1-mal sündigst, richtig? Der Zustand des Herzens ist anders. Aber irgendwann wird der Blick normal werden. Und wenn er normal wird, das ist die Gefahr. Irgendwann sieht man das nicht mehr als schlimm. Meine Arbeitskollegin hat halt eine Leggings an. Aber wenn du mit Leuten redest, die höhere Stufe im Glauben haben, wie du und ich, der würde das niemals verstehen. Der würde dir sagen, du hast an so einem Ort nichts zu suchen. Und damit hatte er recht gehabt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.